Not a new amount, some people living their life in bottles. Granted, they have the golden flask, back to bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu der ersten Folge von dem Bus Simulator 2018. Und ich muss euch gleich erstmal was erzählen. Aber zuerst erstellen wir ein neues Unternehmen namens Manzi Trans. Und die Daten werden geladen. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut und alles. Ich habe es ein bisschen hin und her eingestellt. Ich hoffe, es passt wunderbar. Ja, der erste Mal. Das Bild ist richtig, richtig nice, Leute. Da los. Und da sind wir. Das sind wir jetzt. Wir sind natürlich ein Mann. Weil die Frau ist ja ziemlich klein. Gut, von der Qualität her, ja, oh. Okay. So, Uniform, wir sind ein Schlipsträger. Ich würde mal sagen, wir sind natürlich Menzi gelb mit der Sekundärform mit einer schwarzen. Nee, schwarz will ich haben. Schwarzen Hose. Ich glaube natürlich die Qualität, die können wir noch ein kleines bisschen hochstellen. Haarfarbe nämlich so. Ja, nehmen wir braun. Und Hautfarbe, ja, schöne Zocker. Ich glaube schon okay. Aber wir müssen dann immer auf die Einstellung gehen, um die Qualität ein bisschen hochzustellen. Das sieht ja richtig, richtig mies aus. Hätte ich nicht gedacht. Natürlich ist ja klar, dass wir nicht die höchste Einstellung nehmen können. Aber bevor wir irgendwelche 3 Meter fahren, gehen wir nochmal auf die Einstellung, auf die Grafik. Rahmenloses Fenster, machen wir mal Rising auf. Dann machen wir hier. Machen wir also auf. Hoch, hoch. Laufqualität ist. Aha. Nachbearbeitung, Entfernung. So, wollen wir uns das Ganze mal anwenden und uns mal angucken. Oh, hallo! Hier drüben! Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich war der Verkehr nicht zu übel. Egal, sieh mal hier. Der total coole Mercedes Citaro K. Direkt vom Hof gekauft. Ja, okay, wir müssen noch ein kleines bisschen ein. Ja, ich habe davor nicht anders gezockt. Also alles auf hoch. Hier haben wir noch Effektqualität auf maximal. Texturen maximal. Das ist auf hoch. Auf hohl. Geh mal gleich auf hoch. Geh mal auf maximal. Klar, das ist ein kleineres Modell. Aber ich bin mir sicher, dass die ganze Stadt in diesem Bus mitfahren will. Und bei unserem kleinen Projekt auch. Das sieht doch mal nice aus. So, wir gehen auf die vorderste Seite. Machen den Bus auf. Leider funktioniert irgendwas mit dem Lenkrad nicht. Aber der Bus sieht doch schon mal in Ordnung aus. Also irgendwo könnte man. Ja, okay, wir setzen uns erstmal hin. Super. Ich setze mich einfach hier hin, während du es dir auf dem Fahrersitz bequem machst. Geil, das Fenster geht auf. Ja, okay, also doch ein bisschen zu hoch die Qualität. Man merkt, irgendwas leckt hier. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Mit meinem PC. So, wechseln die Außenperspektive. Wieder in die Aero. Nimm dir Zeit, um dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Vergiss nicht, die Türen zu schließen und das Licht einzuschalten. Aha, aha, aha. So, dann wollen wir mal Licht einschalten, nicht wahr? Obwohl, Fernlicht brauchen wir nicht. Führerstandbeleuchtung und Fahrkartenautomatbeleuchtung. 3x Zündung. So, und dann Tür zu. Aha, okay. Ich glaube, du bist ein bisschen größer als der Fahrer, der den Bus ausgeliefert hat. Vergiss nicht, deinen Sitz einzustellen, nachdem du den Motor angelassen hast. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Super. Dann löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt. Ja, also irgendwas. Doch, also Lenkrad funktioniert doch irgendwie. Oh, und bevor ich es vergesse, ich habe eine Überraschung für dich.
Folge einfach der GPS-Route. Ja, okay. Die ich aber kaum erkenne. Wie blinke ich? Das wäre auch mal schön zu wissen, wie der Blinker funktionieren würde. Steuerung. Also irgendwas... Ich ziehe meinen Lenkrad mal kurz raus. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit dem Lenkrad. Da habe ich das Gefühl. Wir wollen natürlich noch die... Hupe, Handbremse... E und Q. Okay, ja. So, leider wurde die Aufnahme aus irgendeinem Grund abgebrochen. Ihr seht, ich habe sie gerade begonnen, wenn das überhaupt drin ist. Also qualitätmäßig ist jedenfalls an meinem Computer das irgendwie richtig mies. Und irgendwas stört mich. Mein Vorgänger war kein Freund des öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb ging hier alles außer Betrieb. In Sunny Springs, da wo ich gearbeitet habe, haben wir eng mit dem örtlichen Busunternehmen zusammengearbeitet. Das hat die Zufriedenheit unserer Einwohner deutlich verbessert. Alles klar, was war das jetzt? Erstmal bin ich falsch gefahren, okay. What the fuck, okay. Also es ist richtig scheiße zu fahren. Ohne Lenkrad und irgendwas leckt eben hier komplett rum. Wo ich echt keinen Plan habe, was es ist. Müssen jetzt den Tempomat drin haben? Nein, haben wir nicht. Richtig gesetzt. Nice, freut mich. Das Projekt ist ein Projekt, was nicht immer kommt, was glaube ich Transport Fever ablöst. Alles an, okay. Oh, gleich kommt die erste Haltestelle. Ich hoffe, du erinnerst dich an dein Training. Nein. Ich habe nämlich ein paar Leute zu unserer Jungfernfahrt eingeladen. Halte nah genug am Bordstein und innerhalb der Markierung. Oh, und vergiss nicht zu blinken. Fenster ein bisschen weiter runter machen. Was ist denn hier? Okay. Also qualitätmäßig ist jedenfalls auf meinem PC. Irgendwas spinnt hier komplett rum an meinem PC. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann auch keine Formel 1 ordentlich spielen. Mach schon in der ersten Folge mache ich so viel Minus. So, treffen. Hallo zusammen. Guten Morgen, Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, Mira. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Oh, danke, Mira. Sie ist ganz schön im Stress in letzter Zeit. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, dass ihr da seid. Setzt euch bitte hin, wir fahren gleich ab. Jedenfalls sehe ich den Rückspiegel. Gut, das ist okay. Blinker vergessen. Jetzt kommt der schwerste Teil. Siehst du die Uhr? Glaubst du, du schaffst es rechtzeitig zur nächsten Haltestelle? Ja. Schön, dass so viele Leute zur Testfahrt gekommen sind. Sie scheinen sich wirklich auf die Einführung des öffentlichen Nahverkehrs zu freuen. Schlagloch. Aber hier muss ich nicht halten, das weiß ich. So. An sich ist das Spiel schon geil. Ist schon okay. Freut mich. Aber irgendwie finde ich, das sieht ein bisschen komisch aus. Kann natürlich auch in meinen Computereinstellungen und alles liegen. Läuft doch ganz gut bis jetzt. Der nächste Halt ist gleich da drüben. Aubrey und ich sind vor einer Weile hierher gezogen. In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden.
Es gefällt uns hier wirklich sehr. Hier gibt es einige tolle Restaurants. Wenn man vom Teufel spricht, darf ich dir meine Verlobte vorstellen? Hey, Schatz, die Nachbarn würden sich gern den Rasenmäher ausleihen. Na klar, bestell schöne Grüße. Ja, ich bin ein bisschen früher da als sonst. Soll ich jetzt hier noch warten? Eigentlich ja, oder? Komm, wir fahren los. Mir egal, ob wir jetzt hier jemanden vergessen haben, das ist eine Probefahrt. Im Sommer laufe ich gerne an dieser Promenade entlang. Es kommt immer ein frischer Wind, Bäume spenden Schatten. Und wenn es zu heiß wird, ist der Fluss nicht weit. Also wir haben keinen vergessen. So, jetzt müssen wir mal wechseln hier. Denn wir müssen hier erstmal abbiegen. Danach müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Nein, so weiter. Also wie gesagt, von meinem PC aus die Qualität, naja. Haben wir schon mal Besseres gesehen. Aber ich wollte mal probieren, ich wollte schon den letzten kaufen, da habe ich mich aber abgebunden. Da habe ich gedacht, naja, für mich wird das nie ganz so interessant sein. Da habe ich gedacht, ja gut, dann kaufe ich jetzt eben den neueren. Das sieht geil aus, vieles geändert, neue Sounds und alles mögliche. Den musst du kaufen. Mir fällt doch... Ui! Ja. Jetzt weiß ich, dass ich eine Scheißbremse habe. Hoho! Ja, gut, ich wusste, dass jetzt kommt. Werden wir dann hier das Fahrerlicht hier vorne ausmachen? Unser nächster Halt ist gleich da vorne. Entschuldigung, ich bin extrem aufgeregt. Wir werden mal... Hallo, eine Fahrkarte bitte. Oh, das ist nur eine Art Testfahrt. Obwohl, das wäre eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, ob der Fahrkartenautomat funktioniert, stimmt's? Ja, dann sag mal an, der Passagier möchte eine... Was? Eine Woche, okay. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen. Hey, Mira. Ja, ich war nicht sicher, ob ich es schaffe. Professor Tellermann, das hätte ich dir gar nicht erwartet. Die Gelegenheit lasse ich mir doch nicht entgehen. Meine Verlobte hat schon unser Auto verkauft, weil wir endlich wieder Bus fahren können. Im Ernst? Dann hoffen wir mal, dass unser Vorhaben erfolgreich ist. Genießen Sie den Tag. Hallo, können Sie bitte die Rampe runterlassen? Klar, kein Problem. Kannst du zum Einsteigen bitte die Rampe herunterlassen? Aber man muss erst die Tür zu machen. Ah, das sieht schon besser aus bei Gardol. Ich hatte ja die ersten paar. Herzlichen Dank. Wenn die Busse wieder fahren, wird es für mich viel einfacher, von A nach B zu kommen. Bis jetzt läuft es doch ganz gut. Ich glaube, wir können weiter. Jo. Das Schwimmbad ist ein toller Ort, um in der Freizeit zu entspannen. Es gibt nette Ruhebereiche und wundervolle Massagen, die gar nicht so viel kosten. Bitte alle aussteigen. Es sind sogar ein paar Leute dabei, die ich nicht kenne. Es scheint sich rumgesprochen zu haben. Ja, schön. Und die bezahlen alle nicht. Was für eine Testfahrt ist. Es ist scheiße, ohne Lenkrad zu fahren. Also, ich würde mal sagen, ich bin der beste Busfahrer, den es überhaupt hier überhaupt gibt, oder? Okay. Ja, das...
Ich weiß nicht, wie ich das Spiel empfinden soll. Im ersten Schlag ist es ein bisschen komisch für mich, finde ich. Ist das nämlich die Vorfahrt? Ist ja nicht. Naja, Blinker richtig gesetzt. So, und das wird hier auch die ersten Runden sein, die wir fahren dürfen nur. Mehr werden wir nicht fahren dürfen, weil wir müssen uns erstmal den Ruf erarbeiten. Und das werden wir in den nächsten paar Parts machen. Das Spiel wird hier ab und zu mal kommen. Mir ist zwar vorhin auch ein Spiel für Sonntag für nächste Woche schon eingefallen. Für diese Woche. Da ist mir eigentlich schon was eingefallen vor uns gerade, aber wir trinken. Das ist die Endstation. Alle Passagiere müssen hier aussteigen. Danach fahren wir in die Garage und parken den Bus. An alle, die noch an Bord sind, vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Mit Ihrer Unterstützung bringen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Seaside Valley. Das ist ja nett. So, Rampe einziehen. Die einschließen. Ich glaube, das waren alle. Die Strecke zur Garage ist im GPS markiert. Lass uns hinfahren und Feierabend machen. Wir haben einige Grafikdesigner beauftragt, Aufkleber und Folien zum Anpassen unserer Busse zu gestalten. Hoffentlich schicken sie uns bald ihre Designvorschläge. Vorfahrt gewähren, so. Okay, also. Anscheinend, weil ich mitten auf der Straße stehe, haben sie gesagt, jo, du darfst spielen, vorfahren. Nicht von euch. Für die Sounds finde ich richtig nice. Aber scheiß Quali. Muss ich leider sagen, also es kann ja auch nur an mir liegen. So, ich habe die Vorfahrt. So eine komische Straße lang. Dass ich hier die Vorfahrt habe. Das wäre dann später auch, glaube ich, gut zu wissen, wo die Vorfahrt und alles ist. Und natürlich ist auch wichtig. Es ist alles vorbereitet. Da drüben. Naja, schön ist was anderes. Wow. Alter. Tja, alles in allem war das eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Meinst du nicht auch? P. Glückwunsch. Licht ausschalten. L. Und C. Lass mich nur schnell meine Sachen holen. Wir haben einige Systeme eingerichtet, damit du Strecken planen und unser Projekt weiterentwickeln kannst. Ich zeig sie dir schnell. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Das hört sich gut an. Puzzle erkennen und alles das machen. Aber nächsten Part, wenn ich den ganzen Part gewonnen, dann gibt noch einen Rum. Wenn ich den noch unten schreibe, dann kommt darüber, ob man davon sehen wird oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt, wenn man es wollte. Ciao.